Ja, komm. Das haben wir. Die Photonkanone ist natürlich auch schon super. So, also ich habe natürlich noch mehr Akku hier am Arsch. Und ihr zielt auch ein bisschen genauer als hier die normale Kanone. Gefällt mir irgendwie. Oh shit. Der hat auch meine Schilde deaktiviert, du Penner. Schilde wieder auffrischen. Schilde wieder bei 75% mindestens. So, noch 4 Schiffe. Damit wir mal einmal hier auch so einen Raumkampf hier gewonnen haben. Wäre mal ein Traum. Bitte warten. So, das haben wir. Du attackierst mich, ich attackiere dich. Noch 2. Haben wir es? Eigentlich hätten wir doch noch 2, oder? Ach, das sind Vikenschiffe, okay. Jetzt wäre es für mich natürlich irgendwie interessant, was die denn noch so hätten. So in den Schiffen drin. Was ich davon kriegen würde. Und wenn ich mich da mit dem Vikenen anlege, worauf ich nicht sonderlich scharf bin. Schilde wieder auffrischen. Moment. So. Ein Schiff haben wir noch. Ich glaube, ich schaff's. Wir kriegen dieses tolle Emerie und Lemium. Wofür auch immer. So, warte. Haben wir. Sehr schön. Haben wir einmal hier so einen Raumschiffkampf geschafft. Und das ohne große Probleme. Aber zum Glück hatten wir auch viele, viele Oxide dabei. Sonst sähe das auch nochmal anders aus. Quälgeist. Raumschiffe zerstört 10. Na, eigentlich ein bisschen mehr, aber ist okay. So. Da ist ein Planet. Da ist eine Raumstation. Da ist ein Planet. Ich will aber erstmal zum Mond. Ich will nicht unbedingt sagen, ich bin mondsüchtig, aber auf jeden Fall irgendwie mondgeil. Ah. Yay, jede Menge Gold. 8. Wow. Ich könnte ja immer noch fliehen, ne? Ich habe die Möglichkeit zu fliehen. Wow. Okay, gut. Ich kann das nicht zerstören. Ich bin weg. Das war so nicht gedacht. Ist das da oben der Mond? Könnte sein, oder? Fliegen wir einfach mal hin. Gut, merke, du kannst so viel schießen auf die Container, wie du möchtest. Du kannst sie nicht zerstören. Yay. Schade. Schade, schade, Schokolade. Na egal, schauen wir mal, was denn so der Mond für uns bereithält, wenn der jetzt auch wieder daherkommt und sagt, hey, ich bin aber voll giftig und so.
Ja, dann Prost Mahlzeit. Aber wir schauen mal. Wir wollen ja eigentlich uns mal wieder so ein bisschen so auf dem Planeten niederlassen, auch wenn das hier kein Korvax-System ist, sondern auch wieder Wikien-System. Aber was soll's. Ja. Wird schon. Yay, verlassenes Gebäude entdeckt. Yay. Da ist immer so viel spannendes Zeug drin in den verlassenen Gebäuden, das ist wow. Seltene Technologie verfügbar. Im seltenen Gebäude? Bitte warten. Fliegen wir da ganz kurz hin. Aber wirklich nur ganz kurz. Moment, bitte warten. Boah, kannst du mal ein bisschen... Ne? Bisschen näher ran, wäre nicht verkehrt. Oh komm. Ernsthaft. Jetzt ist es noch so weit entfernt hier. Da sind wir schon im Orbit, in der Umlaufbahn. Na, hast du nicht gesehen. So. Jetzt sind wir direkt da drüber. Dann landen wir mal. Nebenan haben wir auch wieder so einen kleinen Raumhafen. Der für mich jetzt eher uninteressant ist. Aber wir haben da einen. Ich wollte schon Leertaste drücken zum Landen, aber es ist ja immer noch eh. Und sage nicht, ich habe Bon gepackt. Nein. Zugefroren. Bedrohlich. Bedrohliche Wächter. Ach du Scheiße. Und extreme Kälte. Hier kommt dunkler Rauch aus diesen Dingern, obwohl es hier so zugefroren ist. Hier haben wir jetzt nicht so viel. Da haben wir Gedöns. Sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde. Den Text haben wir schon 50 Mal gelesen. Datenprotokoll analysieren. Entdecke etwa Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Ich wurde etwas hinterlassen, das mir auf der Reise helfen wird. Neue Technologie entdeckt. Schildverstärkung. Okay. Das ist, weswegen wir hier sein sollen, ja. Ne, ich weiß ja nicht. Das hier sind diese Trümmer. Dafür haben wir jetzt diesen Atlas-Pass und da kriegen wir nur sowas wie Elektronendampf. Ernsthaft? Ernsthaft, ernsthaft? Wir kennen Wort für Galle gelernt. Ja, ich rede auch immer von Galle. Ich spucke immer Gift und Galle. Ja, okay. Also war jetzt nicht so prickelnd, was jetzt hier in den Pass drin war, beziehungsweise wofür ich den Pass verwendet habe. Der ist jetzt quasi auch aufgebraucht. Ne, den haben wir weiter. Oh, oh. Da bin ich jetzt schon positiv von überrascht. Muss ich tatsächlich gestehen, da bin ich ein bisschen positiv überrascht. Einmal machen wir hier nochmal schnell eine Entdeckung. Und dann gehen wir wieder von Planeten weg. Ey, sie immer in letzter Zeit mit ihren extremen Konditionen zu den ganzen Planeten, ne? Extreme Nachttemperatur. Na gut, wir hatten schon minus 100 noch was. Ne? So ist es ja nicht. So. So viel dazu. Einmal nochmal ganz kurz gucken, wo ist denn jetzt der Mond, zu dem ich will? Da ist er. Ich flieg da direkt hin. Oh nein. Flieg, kleines Schiff, flieg, bevor ein Unterfeind hier so prommig erreicht. Wertvolle Fracht. Ach nee. Okay. Oh nein. Och du Scheiße. Ja, am besten gleich alle auf mich. Natürlich. Oh shit.
Schilde reparieren. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Oh Gott. Diesmal werde ich das nicht überstehen, weil ich nicht genug Oxide habe. Ihr Penner, ihr Elendigen, ihr nehmt mir immer alles, was ich habe. Warum? Wir gehen an dunklen Orten, die niemand sonst betreten will. Ne, vor allem, du kannst diesen Kampf nicht ausweichen. Du kannst da nicht fliehen, du kannst gar nichts. Das ist doch... Oh. Ich meine, gut, ist okay. Ich meine, es sind Weltraumpiraten. Ja, aber trotzdem. Eigentlich denkst du ein bisschen so... Ne? Man könnte ja. Aber man tut es nicht. Sonst gibt das Spiel ja viele Freiheiten, aber halt bei sowas, da hast du nicht die Option, irgendwie zu fliehen oder so. So, wo sind jetzt meine Sachen? Die sind da hinten. Da. Oh, Impulsantrieb offline. Gib her meine Sachen, gib her meine Schuhe. Ach, Moment, das sind ja gar keine Schuhe. Ja, ja. Gib wenigstens her mein Zeug. Und so ein Schildsplitter hat jetzt nicht wirklich viel vom Schild repariert, möchte ich wohl mal anmerken. Also es ist so ein bisschen Oxid, das ich dann so dabei habe, wesentlich besser. Wiederherstellung des verlorenen Elementars, yay! Bist du der Mond? Ja. Ich hoffe, du bist nicht ganz so kalt wie dein Planet, zu dem du gehörst. Ich bin mir nicht so sicher. Es sieht ziemlich weiß aus auf dem Planeten. Wobei, es muss nicht sein. Es sieht auch ziemlich grünlich aus hier. Jetzt, wo ich das aus der Nähe sehe. So. Ich hätte vielleicht vorher scannen sollen. Nicht kurz nachdem ich die Oberfläche hier erreiche. Biom kontaminiert. Ja, ist. Flora karg und Gedöns und Gedöns. Das heißt, wir haben ja einen radioaktiven Planeten. Wir haben hier irgendwas, das wir schon kennen. Hier haben wir sowas. Einfach mal, damit es erkundet ist hier. So, dann gehen wir mal kurz rein. Aber es ist nicht radioaktiv extrem, wenn es möchte. Das ist ja schon mal etwas. Damit kann ich arbeiten. Was ich kurz mache, ist tatsächlich mal nochmal interplanetaren Subraum. Ne, keine Ahnung. Und werde den Mond nochmal scannen. Einfach nur, damit ich so den ersten Anhaltspunkt habe, wo ich da hin soll und kann und muss. Ist das auch im Mond? Nee, ne? Was passiert denn da gerade mit der Ansicht? Hallo? So. Herr von uns zum Mond. Sieht nicht so aus, als gäbe es jetzt hier irgendwas. Na gut. Man kann es ja nur versuchen. Dann düsen wir halt mal eben schnell hier hin. Wow. Anhalten hier. Und dann mal schauen und hoffen, was ich hier denn so Schönes entdecke. Wir haben hier auf jeden Fall wieder Tiere gehört. Hallo? Lass mal deinen Kollegen hier auch mal sich scannen. Hallo?